Holy shit, okay. Holy shit, habe ich ein Glück. Holy shit! Was ist das für eine Waffe? Was ist das für eine Waffe? Willkommen zu einem neuen Black Ops 3 Video. Ich habe endlich die DBSR 50 gezogen, die letzte Sniper, die mir noch gefehlt hat. Das ist dieser Sniper mit den beiden Läufen, trotzdem ist es eine Bolt-Action-Sniper, ist ein ziemlich lustiges Teil. Und ich habe die Waffe bekommen in einem Livestream von mir, das sah dann so aus. Da habe ich die LV8 nicht. Und halt, na gut, Nahkampf hier, absolut viel. Ja, ja! Nice. Hey, was? DBSR. Alter, ich habe meine ganzen Cryptos gerade noch rausgehauen. Alter. Nice, Mann. Ich kann es kaum glauben, Mann. Das war jetzt das letzte Pack, was ich mir kaufen kann. Ich habe gerade noch Duplikate rausgehauen. Nice. Ich hatte extrem viel Glück. Ich habe eigentlich gedacht, okay, die Waffe bekomme ich nicht mehr. Habe dann meine ganzen Doppelten noch verbrannt. Habe die Waffe irgendwie gezogen, was mich auf jeden Fall ziemlich gefreut hat. Und es ist so, dass ich die Waffe gespielt habe mit dem Varix-Visier, mit dem Thermal-Visier. Und irgendwie habe ich nichts hinbekommen damit. Dann habe ich ein bisschen weiter gespielt, habe das LV-Visier freigeschalten. Und damit komme ich extrem gut zurecht. Dazu habe ich dann hier noch Schaft ausgerüstet. Und die Waffe ist dann so ein bisschen wie eine Marksman-Rifle, kann man fast sagen. Die kennt man ja aus Ghosts. Und ja, vielleicht eine verkrüppelte Marksman-Rifle, weil man natürlich irgendwie nach zwei Schüssen immer die Kugeln wieder in den Lauf drücken muss oder wie man das nennt. Trotzdem, ich habe damit auf jeden Fall was hinbekommen und die beiden Gameplays, die schauen wir uns jetzt an, sind auf jeden Fall ganz nette Runden geworden. Gerade die erste Runde ist ziemlich nice und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei und wir springen direkt ins Gameplay. Okay, wir sind auf Redwood. Zwar nachgejoint, aber wir bleiben natürlich drin. Und es wäre mal ganz geil, wenn wir... Ah, da ist doch ein Kill. Und da ist noch ein Kill, sehr schön. Ich wollte mich gerade schon aufregen, dass ich keine Kills mache. Oh, und shit. Die sind auf jeden Fall drin. Oder kommt von hinten. Oder beides. Nice. Weg mit dir. War schon gut, dass wir da nicht rein sind, denn da waren auf jeden Fall diese Nester. Nice, lauft alle rein, bitte. Das gefällt mir, auf jeden Fall. Lasst euch hier alle wegsnipen. Oh, jetzt wird's knifflig. Oh, du kommst nämlich mit. Ja, langsam sollte ich mich hier vielleicht wegbewegen. Gerade wollte ich sagen, scheiße. Ja, habe ich verdient. Ich muss zugeben. Nice, den haben wir auch. Dass die sich nicht umdrehen. So richtig hat er irgendwie nicht gecheckt, von wo angeschossen wird, glaube ich. Denn jetzt, glaube ich, kommen sie von hier. Soll ich jetzt das Ding reinhauen? Ja, hat sich gelohnt. So halb auf jeden Fall. Kommen sie weiter. Ah, schade, schade, schade. Okay. Damit schaffe ich nicht noch einen Kill. Oh, fuck. Ist der unter uns? Nee, sah kurz so aus. Da ist er doch. Hier habe ich nochmal irgendwas gesehen. Oh, und sie kommt von hinten. Kommen die jetzt da von hinten oder was machen die? Nice, da haben wir den Geist. Oh, ich liebe die Waffe so sehr gerade. Das ist einfach eine geile Sniper. Mit LV-Visier. Wie schon gesagt, ohne LV keine Chance, dass ich damit irgendwas hinbekomme. Mit LV, nice. Hat man irgendwie einfach eine Marksman-Rifle. Und das gefällt mir echt gut. So eine leicht verschlechterte Marksman-Rifle, können wir vielleicht sagen. Aber trotzdem eine, die Spaß macht. Oh, und die haben das Spiel noch gedreht. Finde ich auch wunderschön. Helen, geh da mal rein. Ah, warte mal, ich kann dir übernehmen. Okay, lass mich da mal bitte überleben. Oh ja, schön in den Spawn. Wo keine mehr sind. Wo sind sie denn alle hin? Oh Mann, ey, finde ich da jetzt... Komm schon. Wow. Wow, dass ich da niemanden killen konnte. Hier ist Batman. Okay, wo sind sie hier?
hinter einem Stein alle gespawnt, wie es aussieht. Und da ist auf. Oh, warte mal. Oh, jetzt wird's doch knifflig. Nein, bitte nicht davon sterben. Holy shit. Wir leben noch. Ich habe keine Ahnung wie. Wir leben noch. Okay. Ein Kill. Oh, nice. Wir haben doch einen Geist. Holy shit. Alter, was geht denn jetzt ab? Okay, das Ding ist schon down. Ich habe einfach keine Munition mehr. Oh, komm. Und Last Kill mit dem Ding. Nein. Bleib hier. Bleib hier, bleib hier. Oh, nein. Ich will den Last Kill. Ich krieg den Last Kill nicht mit meiner Waffe, das gibt's doch nicht. Aber 37-1, holy shit. Die Waffe mit LV ist wunderschön. Ich würde sagen, wir hängen noch eine Runde dran, schauen mal, was da so funktioniert. Wir sehen uns gleich. Okay, die zweite Runde findet auf Breach statt. Wir mussten leider wegen dem Update, das gerade Double Cryptos zum Spiel bringt, das Game nochmal neu starten. Das heißt, die geile Lobby von gerade ist leider nicht mehr am Start. Nein, schade. Ich hoffe trotzdem, dass wir es hinbekommen. Ein Kill ist ja gemacht. Das ist ja schon mal ein ganz netter Anfang. Na gut, nicht so wirklich. Aber besser als nichts, sagen wir mal so. Besser als nichts. Jetzt bin ich echt gespannt. Oh Gott, ich krieg hier nichts hin, oder was? Ah doch. Oh nein, ich krieg nichts hin. Ich krieg, wie es aussieht, nichts hin. Komm, killt ihn, killt ihn, killt ihn. Okay, dann hole ich mich. Holy shit, okay. Holy shit, habe ich ein Glück. Holy shit! Was ist das für eine Waffe? Was ist das für eine Waffe? Okay. Und wie kann man so viel Glück haben? Wie kann man so viel Glück haben? Den Schuss noch gesehen. Wie an mir vorbeigeschlittert ist, keine Ahnung. Ach komm schon, sterbe ich jetzt wirklich so? Ich sterbe wirklich so nach so einem schönen Start. Du bleibst hier. Alter, wie er da rumrippert. Nice. Nice, wir haben den da oben bekommen. Ich dachte schon, den kriegen wir nie, diesen einen. Okay, jetzt kommen sie, glaube ich, von beiden Seiten. Oh shit, oh shit. Wir leben noch. Wir leben noch. Nein, von hinten, das gibt's doch nicht. Absolut angehittet gerade. Nice. Oh, die Konterdrohne die ganze Zeit von denen. Und ich hau meine Drohne raus, obwohl die gerade Konter haben. Wieso? Okay. Geh da mal kurz weg. Wobei wir da fast wieder hin sollten. Ich glaube, gerade eben ist das irgendwie die beste Position. Da kommt hier noch einer. Oder wir sneaken die hier von unten irgendwie weg. Was auch irgendwie funktioniert. Okay, wir müssen ein bisschen zurück. Ja, warte mal, ich glaube, der kommt von oben, oder? Ja, der war auf jeden Fall... Nein, die Gegner haben Geist. Und ich krieg dieses Ding nicht, wie es aussieht. Und wir sind alle da unten drin. Wir haben auch Geist. Wir haben auch Geist. Und die Talents saved. Okay, ich sollte nicht raus. Nein, was? Ach komm schon. Ich habe das zweite Mal noch geklickt. Zur Geist komm Regel. Regel für uns. Und dann nicht mehr.
Haben die jetzt noch einen gegnerischen... Gibt's da jetzt einen gegnerischen Geist oder nicht? Frage stelle ich mir gerade wirklich. Dicker, was? Oh Mann, komm schon. Jetzt nicht die ganze Zeit blöd sterben, bitte. Ich jetzt keine Kills mehr hin. Sieht halt komplett danach aus. Wie habe ich den denn noch bekommen? Und wo ist der? Wo hat er sich versteckt? Nice, du kommst nicht mit. Man übt bei der Waffe voll das Headshot-Schießen. Nein, ach komm schon, da werde ich noch weggesniped. Ist das deren Ernst? Okay. Ah, ich dachte kurz hinten vielleicht noch einer. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zur DBSR sagt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich kann die Waffe nicht mit Thermal spielen, nicht mit Varix spielen, aber mit dem FV-Visier, holy shit, ist die Waffe da geil. Spielt sich halt nicht mehr so wirklich wie eine Sniper, sondern so ein bisschen wie eine Marksman-Rifle, kann man sagen. Diese Dinger, die man aus Ghost kennt, und das ist schon ganz angenehm, muss ich sagen. Das war's dann sonst mit dem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, dann lasst natürlich gerne eine Bewertung da. Macht's gut, bis zum nächsten Video.